Willkommen zurück zu Mario Party zusammen mit No Rage Mode und das ist das große Finale. Beim Bowserland und weil es das letzte Brett ist, haben wir uns was überlegt. Das statt 20 Runden, 35 Runden. Da, da, da! Das wäre nicht wie gewöhnlich 3 Parts, sondern 5 Parts. Also eine richtig, richtig lange Runde. Und diesmal ist es mit. Ich will wieder. Mario sein, dann würde ich sagen Luigi und Yoshi. Luigi und Peach wäre besser. Nein! Die Schlampe spielt wieder mit. Ha? Ja, natürlich. Oder easy. Nee, hart, soll ja spannend bleiben. 35 Runden. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich mal mehr als 20 Runden gespielt habe, weil 20 Runden geht ja schon eine Stunde. Und 35 ist ja noch mal fast doppelt so lang. Doppelt so lang. Dö, dö, dö. Mal diesem Bowserland funktioniert alles ein bisschen anders. Und zwar hat die Koopa Bank ist jetzt hier genau andersherum. Normalerweise bezahlt man da 5 Münzen. Und derjenige, der drauf landet, kriegt dann das ganze Geld, was drauf ist. Hier ist es so, man bezahlt. Nein, man kriegt 5 Münzen. Man bezahlt nicht, man kriegt 5 Münzen. Nur wenn man drauf landet, muss man alles bezahlen, was da Leute gekriegt haben. Und ich bin schon wieder Letzter. Zum 4. Mal hintereinander ist eine 1:4 Chance eingetreten. Die Chance liegt, dass das passiert, ist übrigens bei unter 0,5%, habe ich gerade gerechnet. Ich bin so ein Unlucker. Aber das mit der Koopa Bank ist nicht nur die einzige Sache. Alle paar Runden, ich glaube so alle ungefähr 5 Runden, kommt die Bowser Parade. Die erkläre ich euch, wenn ich dran bin. Boah, bin ich ein Lacker. Und ich finde diese diesen Soundtrack auch übrigens mega episch. Was hältst du von dem Soundtrack? Oh, ich mag den. Da kommt doch so richtig Finalstimmung auf. Verdammt. Ich wollte das machen. Und zwar ist da oben, da, genau da. Da startet die Parade. Und auf diesen Feldern hier kann man immer die Richtung ändern, die Parade geht. Sobald dann die Parade ausgelöst wird, wird die dann halt da rund geschickt. Da wo man sie halt da geschickt hat, das kostet übrigens 5 Münzen, wenn man das verändern will. Und alle Spieler, die da sind, werden dann mit zum Start getragen. Und für jedes Feld, das sie gehen müssen, verliert man 2 Münzen. Da kann man schon mal so über 50 Münzen an ein Stück verlieren und man landet wieder am Start. Also, oh nein, das kann richtig böse sein. Das bitte es nicht mit mir sein. Bitte das. Ja, doch, das Spiel kann ich. Yeah. Dann wieder bist du, der wieder schießen muss. Ich bin Lacker. Vor allem wenn. Oh, du. Ich bin wieder ein bisschen eingequetscht. Nein. Ich lasse Luigi auch eine Freiheit, aber jetzt bin ich. Oh, danke Luigi. Aber jetzt bin ich wirklich eingesperrt. Endlich. Warum hast du nicht Platz ist, dass gelassen, die Luigi? Halt nicht gerade die besten sind. Oh, ich verliere. Ja. Ich verliere, fuck. Also wenn du noch Toad sammeln, dann kriegst du noch ein paar Münzen. Komm, Luigi. Nice. Nein! Ich hätte nicht am Anfang auf dich gehen sollen. Damit haben wir schon mal noch einen ordentlichen Boost gegenüber Wario. Vor allem war es immer so, dass man auf die Koopa Bank landen will. Jetzt ist es das Letzte, was man will. Da war es schon mal wirklich, ist schon mal wirklich vorgekommen, dass mal so 60 Münzen da waren. Die Arme, die da drauf landen. Hey,
Hexen, ich dachte, ich könnte nach euch. Hexen-Skeleton-Key könntest du zur Chance time. Hättest dir wohl, du hättest nicht genügend Münzen, um die einzukaufen. Bitte so. Komm jetzt auf das Haus, auf jetzt auf mit einer drei. Jetzt habe ich schon wieder ganz vergessen, wo der Stern ist. Er ist hier, okay. Nein. Oh, zum Glück. Da sind jetzt 20 Münzen drin. Und auch wieder alle gegen Wario in Look Away. Das werde ich wieder verlieren. Das hast du schon mal beim letzten Mal verloren. Bin ich irgendwie doof? Bin ich irgendwie doof? Komm, Jumpy, ich bin ganz... Oh, was war das für ein Fail? Aber ich kann ja auch mitmachen, sehe ich gerade. In der Tat, ich kann mal spaßeshalber mitmachen. Bringt mir halt aber nichts. Nein, Pete, einer, die gewinnt das noch. Bleib bitte nicht so gegen das Bett. Nein! Wenn die das gewinnt, was machst du? Mach dich ins Bett. Nein! Episch. Fick dich, Peach. Du Scheißnutte, geh dich vergraben. Erstens, what the fuck sind das für Beleidigungen? Zweitens, du wolltest ja unbedingt Peach haben. Ja, wenigstens komm ich auf Buu. Ey, hättest auch von Peach stehen können. Wieso von Peach? Ja, als Rache. Was? Was? Wie hab ich das gemacht? Geil! Was war das denn für geile Hex? Was jetzt für 5 Münzen das Ding ändern? Welches? Ja, dann bewegt sich der Bowser Zug in eine andere Richtung. Außen noch 2 Runden bis zum nächsten Bowser-Parade. Ich muss dringend weg von meinem Feld. Da ich aktuell stehe, ist es sehr gefährlich. Nein! Ich hasse Peach. Ah, dieser Peach, ich pack mich so ab. Luigi Time! Wieso kommt hier das Skelett, okay? Ich weiß nicht, wie viele Fälle das noch sind. Ich weiß nicht, wie sie es gekauft hat. Und dann jetzt wird auch noch von mir stehen, weil ich immer noch die meisten Münzen habe. Keine Ahnung warum. Weil ich dann ein Items gekauft habe. Was? Warum wieder nur 11 Münzen? Ja, egal, Mensch. Was habe ich gerade für Hex drauf? Normalerweise wird man so. Da hat er zugegeben. Du bist gebannt. Ja, ich bann mich von meinem eigenen Zuhause. Macht Sinn. Jetzt die Frage: Wie sieht's aus? Oh, da oben kommt die Parade auf jeden Fall vorbei. Ja, da oben, also bisher geht die da oben und runter. Ich muss jetzt ein bisschen. Okay. Fuck, ich muss mindestens eine 10 werfen, wenn ich nicht von der Parade getroffen werden will. Ich kann ein Reifen kaufen, aber als sogar goldener Maschen dabei, aber kann ich mir nicht leisten. Aber dann hätte ich auch nicht das hier machen können. Tja, Luigi. Na, guck mal, ob du diesmal auch so Hex anhast. Ich habe vorhin noch eine Münze. Nur 6! What the f? Du hast noch eine Münze plus gemacht. Was war das denn? Nur 6 Münze durch Buu, das war immer mega lächerlich. Okay, das geht nicht. Ja, du musst ja werfen. Wir müssen auf Peach gehen. Okay, ich bin in der Mitte. Ich muss mich schon ein bisschen so. Oh, Luigi ist Pro. Pro Gamer. Pro Gamer confirmed.
Er Luigi's Enter Fighter 64. Ja, das ist er. Ich weiß nicht, ob ich sauer sein soll, dass er mir die Münzen gestohlen hat. Das ist die Frage, wohin? Also die Parade kommt da runter, aber auch geradeaus. Wenn ich jetzt 4 gehe, 1, 2, 3, 4, kommt mir nicht wie 1, 2, 3, 4. Oh Mann, ich mach mir nicht Spiel. Das ist so dumm eigentlich. Die Parade geht ja geradeaus runter. Also wäre ich nach rechts gegangen, wärst du vor der Parade safe gewesen. Nein, wär ich nicht. Doch. Wäre ich wirklich nicht. Doch. Aber du bist nicht von der Parade safe. Doch, ich bin safe. Jetzt ein Duell zwischen uns beide. Komm weg! Nein, 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 nein! 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 Ja! Ah, oh, Mann. Jetzt krieg ich Münzen, was gut dabei ist. Ich krieg auch Münzen, aber nur 2 Stück. 12. Ich habe jetzt 10 bezahlt, also insgesamt 2 plus. Peach, bitte lenk die Parade gleich um. Ja, bitte. Ich küsse dich dann überall. Warum macht sie es nicht? Ich meine, wer lässt sich schon von Mario knutschen? Wer lässt sich schon von Mario knutschen? Was? Fick dich, Peach, du scheiß Nutte! Du bist Erster, was hättest du anderes erwartet? Was, ich hätte echt nicht da drücken müssen. Ich fick ich deine Mutter weg! Jetzt hör auf! Ja, okay. Die Moment mal, die kommt da runter in die Parade. Nee. Tut sie nicht. Ich denke, ich hätte die Parade ein bisschen besser erklären können. Denn sie landet... Ich erkläre es dir, um die Dramatik zu zeigen. Die Parade geht von hier aus darunter, 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 darunter und danach da zum Start. Wir sind komplett safe. Also ich muss noch eine 4, das heißt ich komme auch auf Fragezeichenfeld. Obwohl, ich habe ja sowieso keine andere Wahl. Ich muss ja nach da gehen. Ich habe zwar ein Fragezeichen, Punkt, aber... leider muss ich jetzt noch... Warte, ich kann es doch überleben mit der Parade, gell? Nein, die kommt dann sofort. Ach, nicht der Scheiß. Warte, was muss ich nochmal drücken? A und B gleichzeitig, das ist doch auch eh verkackt, das ist unmöglich. Ich meine, wir haben schon gegen Normalspiel auch so verloren. Sieht doch Peach an. Alter, komm nicht mal an. Alter, Luigi. Mal gucken, ob die einen Rekord von 36 Yards schaffen. Das haben die Computergegner aufgestellt, um Verwirrung zu vermeiden. Denn ja, bei Mario Party 2 können Computergegner einen Rekord aufstellen. Mann, guck dir mal an. Das ist doch nicht mehr normal. Fuck, ich verliere jetzt keine Ahnung, wie viele Münzen. Ich glaube 20. Die Bowser-Parade. Lol, stellt da wirklich Bowser-Parade? Oder das Spiel ist auf Englisch. Heißt es auf dem Englischen so? Ja. Cool. Und wie viel verlierst du? Der hat gerade gesagt, so ein Mist. Ja? Hast du das gehört? Natürlich. Das hat er auch vom Deutsch übernommen.
Also ich kann es nur wiederholen, das ist die englische Version. Ich meine, ist ja nicht so, dass alles andere hier auf Englisch stehen würde. Select, decide, item, map, word. Ne? Und Peach muss. Peach muss auch nach da. Warum sie das jetzt da umgeändert hat, verstehe ich nicht so gar nicht. Sie will euch alle umbringen. Ich sehe hier nur drauf. Eigentlich keinen Sinn. Und ich glaube, ich muss auch eine extra Runde drehen. Ich komme sogar aufs rote Feld und ich bin der Einzelspieler in einem 1 gegen 3 Minispiel. Coin Game. Verdammt. Ist das ein Lackspiel? Es ist kein Lackspiel, nur die sind auf hart eingestellt. Also werden sie sich wohl permanent befreien. Verdammt. Ich werde der Zeit erstmal gehen. Ja, mach ich auch. Erstmal die Zeit grabben. Dafür muss ich noch nicht spammen. Ich halte mal den Escape ein bisschen weiter weg, damit ihr es nicht so beim Spammen hört. Mal gucken, ob sich da lohnt, noch die plus 15 zu holen. Müsste aber. Hat sich eigentlich nicht wirklich gelohnt. Ja, ein paar Sekunden. Jetzt direkt die Peach. Ich hab sie an ihren Haaren. Seht ihr, wie sie hackt? Seht ihr das? Wie sie abgehen? Hol doch mich zuerst. Schon mal Luigi und dann dich. Guck, ob ich Luigi auch uns befreien kann. Nein! Okay, Luigi ist weg. Alter, wirklich! LOL! Oh Gott, Hilfe! Freunde, hilft mir! Schreibt jetzt alle in die Kommentare Hashtag hilft Mario! Hilft den fetten Sack? Ja, danke! Ich bin noch ein fetter Sack! Ein... Ja. Das sind leider die Fähigkeiten, wenn man fett ist. Du fette Sau! Du blöde fette Sau! Fett sein ist gut! Schreibt jetzt allen in die Kommentare Hashtag Fett sein ist gut. Schreibt sein, Fette sollen abnehmen. Hashtag Fette sollen abnehmen. Nein. Doch. Nein. Das ist der Grund, warum ich das Minispiel nicht mag. Zu einem, es ist scheiß lang. Ich glaube sogar, dass das längste Minispiel ist. Wo kommt drauf an, aber es ist auf jeden Fall einer der längsten Minispiele. Und das ist einfach nur ultra beschissen. Alter. Ich hoffe, du kommst drauf. Okay, Luigi wechselt. Keine Ahnung, warum sie es macht. Soll mir aber recht sein, denn dadurch verschwenden sie Münzen. Ich muss immer noch eine extra Runde drehen. Also eine extra Runde drehen. Ich muss nochmal machen und... Ich spiele Move to Music. Zwei Runden geht das. Ja. Leute, ich bin der, der angeht. Ich habe Bedenken, es naht Computer. Oh, letzte Runde. Ja, das war nämlich mein Bedenken, dass sie es Computergegner schaffen. Ich hab's auch geschafft. Nein, du hast es auf X. Nee. Ich meine, du hast es natürlich mitgeschafft, aber du bist halt rausgeflogen. Ah, ja, stimmt. Hast du ja dennoch gewonnen. Ich glaube, diesmal muss ich hoch. Jetzt sag nicht, das war eine dumme Idee. Peach liebt dich so sehr, dass sie bei dir bleibt. Sie will dich wieder zurückhaben.
Warum gibt es keine Mario Party durch Polizei? Es wird ein Zeit für ein Duell, aber mal gucken, ob ich so zu München komme. Die letzten Duelle habe ich gewonnen, oder? Ja. Klamperballon, Cars. Ah, da wurde ich ja beim letzten Mal so richtig zusammengenommen. Da sind ja alle auf mich gegangen. Also beim Vorschaubild fliege ich da raus. Allein schon das will suggerieren, dass ich hier verlieren werde. Oh Gott, das war so ein Fehler. Oh nein! Nein, warum? Warum? Ich krieg wenigstens auch ein paar Münzen. Ja, zwei Stück. Aber ich 18! / Ban Mario Hacking. Natürlich war das vollkommen Hacking. Aber Permaban, okay? Ja. Auch hier bei Widerstand von meiner. Wie schlecht kann man nur sein. Und ich bin hier immer noch gefangen. Und wenn ich komme dann raus und werde dann von der Parade dann geschleppt. Dungeon Dash, wie geht das? Das kenne ich noch gar nicht.